kommt alle gut durch die erste Kurve. Und dann haben wir ein spannendes Rennen. Ja, kann man sich sagen lassen. Lass den Wahnsinn beginnen. Und das ist F1 2017, wo auf der Start und Ziel Autos durcheinander durchfahren. Machen die auch sonst auch. Was meinst du? Wie viele Crash jetzt gleich in der ersten Runde? Naja, so 4-5, denke ich schon. So, die Ampeln gehen an. Großer Preis von Österreich. Zweites Rennen. Geht jetzt los. Guter Start von Jack Daniel. An die Führung erstmal durch die erste Kurve. Ah, sieht, doch nicht. Oh, ja. Das sah jetzt grad, setzt aber sich ein bisschen. Aus. Setzt sich durch. Metik geht mit dran vorbei. Der zweite Toro Rosso verliert Plätze. Und da hinten ist schon eine kleine Lücke. Half Baggage hat sich da weggedreht. Und hier natürlich kracht's berghoch. Und Jack Daniel ist wieder auf 1. Was ist denn mit Halit jetzt passiert? Ich habe hingeguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Ich war auch gerade beim... Oh Gott. So. Wir alle sehen mit. Klee geht am Yogi vorbei. Axel geht auch am Yogi vorbei. Der Yogi sein Flügel verloren hat. Das schauen wir einmal schnell. Jetzt haben wir die zwei Haas auf 3 und 4. Halit scheint aber nicht gerade sehr kollegial mit seinem Teamkollegen umzugehen. Er möchte einfach vorbei, so wie das aussieht. Aber ich glaube, es war jetzt noch keiner an der Box, wenn ich das richtig sehe, ja? Einige Positionsverschiebungen, aber sonst... Trotz Dreher, trotz Kontakte, kein Boxenspot. Oh, Halit ein bisschen spät auf der Bremse. Hat jetzt einen Platz verloren an Racer Nick. Sind wir jetzt auf Platz 5. Und der Hebi im Toro Rosso kommt, ist auf 8 durchgereicht worden. Wenn der zweite, erste Toro Rosso auf 2 fährt. Ja, vielleicht machen wir mal kurz Runde 2, machen wir mal kurz, wer meist Plätze am Start verloren hat. Das war definitiv Ducky mit 7. Und Half Baker mit 5. Liquid mit 4. Oh. Und Razor Nick und Halit sind hier nebeneinander. Oh. Das ist alles sehr, sehr eng. X-Color ist auch noch mit drin. Der Masal auch. Der setzt sich jetzt neben Halit. Und boah, blockierende Reifen gehabt. Nicht gesagt, der Halit hat wahrscheinlich Flügel kaputt. Und der Axel, der vorhin 8 Plätze gut gemacht hatte, glaube ich, ist jetzt in der Box. Halit hat sich jetzt wirklich den Flügel hinten kaputt gehauen. Am Racer nicht. Verliert jetzt auch Zeit. Masal ist schon quasi vorbei. Und Racer Nick macht Druck. Jetzt ist die dritte Runde. Jetzt ist natürlich auch wieder DRS aktiviert. Ja, Halit in der ersten Runde nicht ganz so souverän wie in Monaco. Ja, Halit hat jetzt wie gesagt aus seinem Flügel vorne kaputt. Der fällt jetzt in die Box. Und der Red Bull geht da vorbei. Ja, er bremst sich am X-Color vorbei. Wir sind auch an der Box. Masal 5. im McLaren ist das. Scheint auch ein bisschen Luft zu haben. Ich denke mal, der Halit kotzt gerade wortwörtlich ins Essen. Tut mir leid für den Ausdruck, aber ich glaube, der ist gerade richtig genervt.
Das ist gut möglich. Und der Axel hat sich gar nicht verändert von der Position her. Was ist denn da los? Hat auch 29 Sekunden Abstand auf dem Führenden. Ja, er hat eine Zeit lang, glaube 8 Blitze gut gemacht. Und dann war er an der Box. Aber frag mich nicht, warum. Macht Sinn, weil er fährt gerade auf Supersoft. Wie ich es gerade gesehen habe. Khalid ist jetzt aggressiv, der versucht früh rauszubeschleunigen, steht dann auch quer beim Rausbeschleunigen. Der pusht jetzt, der gibt jetzt Gas. Wir bleiben mal auf Marcel, der macht jetzt auch Druck auf den Xcala. Ja, der Rennauftakt ist nicht so positiv für die zwei Haas-Piloten. Nikön überholt den Io. Probiert es zumindest, hat es aber doch nicht ganz gelangt. Er war fast vorbei. Zweiter Versuch. Jetzt beim Rausbeschleunigen hat er ihn. Jawohl. Nikön vorbei am Io. Xcala geht auch an die Box. Damit freie Fahrt für Marcel. Und Verhebi ist jetzt im McLaren Sandwich. Ja, wie ich das gerade mal so jetzt einmal durchschaue hier, sind jetzt überall kleine Abstände drin. Damit zieht sich das Feld jetzt langsam auseinander. Wobei der Verhebi und der Marcel und der Klee Platz 4, 5 und 6. Da könnte es durchaus jetzt mal noch Zweikampf geben. Ja, Khalid schließt jetzt auch wieder auf Platz 17. Der Yogi macht auch ein bisschen Druck, der kommt jetzt auch näher ran an Klee. Bin jetzt ein bisschen verwundert, dass nur 19 Autos aufgelistet sind. Ich suche gerade den letzten. Ja, nach Axel kommt keiner mehr. Ich weiß aber nicht, wer der 20. war, das kann ich dir gleich sagen. Ich suche das eben schnell raus. Das ist der Italo, der fehlt. Der Italo im Ferrari fehlt. Richtig. Ich wollte es gerade sagen, aber habe vergessen, Mikrofon anzumachen. Ich gehe mal auf Ursacheforschung. Sehr gute Idee. Ja, jetzt fährt es doch so ein bisschen ein hier. Khalid konnte zwei Plätze gut machen, ist jetzt auf Platz 16. Xcala nach seinem Boxenstopp auf 14. Und, das reicht noch nicht. Der Hebel hat gerade einen Fehler reingehauen. Wieder ein Fehler und jetzt profitiert Yogi davon. Yogi vorbei am Verhebi. Ja, beide McLaren und der Renault jetzt an ihm vorbei. Aber jetzt gut aus der Kurve kommt. Ja, der Berg Verhebi hoch. Jetzt mal attackieren. Mal attackieren. Wobei ich bin ja nicht ein Freund davon, da zu überholen. Aber jetzt vielleicht mit DRS. Nein. Rausgekommen. Zu großer Abstand. Schade allerdings.
Ja, jetzt haben wir die beiden McLaren auf 4 und 5. Beide scheinen so das gleiche Tempo gehen zu können. Ja, vielleicht können sie sich ein bisschen ziehen. Und Harley ist ja jetzt schon wieder auf 15 vor, hat jetzt einen von den Boxenstops, denke ich, profitiert. Nachdem Ducky am Anfang so viel verloren hat, ist er jetzt auch schon wieder auf 12. Hallett hat den Red Butler jetzt kassiert. Ja. Der Hallett fährt ein utopisches Tempo, leck mich am Arsch. Und wir gehen jetzt mal auf den Siggi im Sauber, der ist nämlich dran am Joe im Mercedes. Dahinter ist, glaube ich, schon der zweite Sauber, der ist auch unter Druck. Ja, Ducky geht jetzt dran vorbei. Oder probiert zumindest, aber nein. Super. Und der Sauber beschleunigt auf der DRS-Karte, aber schafft sich noch nicht. Aber Mercedes vorbei. Und jetzt innen rein. Nee, das geht nicht gut. Das ist zu eng. Ja, der Ducky kommt auch nicht dran vorbei. Jetzt jagt er sich wieder ran. Oh, der Mercedes neben der Strecke und der Sauber geht vorbei. Siggi vorbei am Joe. Der Tobi auch vielleicht von der Strecke abgekommen. Und jetzt profitiert Ducky davon. Ducky setzt sich daneben. Rems zieht nochmal zurück. Aber jetzt auch Start und Ziel, denke ich mal. Ja. Ja, wir bleiben mal beim Tobi, beim Namenskollegen von mir. Er hält sich noch vor Ducky. Ducky macht das aber auch sehr fair. Er probiert es nicht mit der Brechstange, wenn er sieht, aha, okay, die Lücke passt doch nicht so ganz, er zieht dann auch gleich wieder zurück, also ich finde das ein sehr fairer Zweikampf. Und X-Kala ist zum zweiten Mal in der Box in der 10. Runde. Gab einen neuen Flügel für X-Color und die Softreifen. Ralf Bäcke komplett neben der Spur. Einmal komplett ins Kiesbett. Nichts kaputt gegangen. Wer hebe jetzt an der Box? Gibt auch einen neuen Flügel für Verheben. Und Tobi versucht es am Mercedes vorbei. Ist jetzt, glaube ich, auf der gleichen Linie. Und ja, Brems kommt in der Kurve an ihm vorbei. Mal gucken, ob Ducky jetzt mitschlüpfen kann. Nee, zu großer Abstand. Jack Daniel fährt vorne ein einsames Rennen. 8,8 Sekunden Abstand auf den Zweitplatzierten. Und der Mercedes ist wieder vorbei. Am Tobi. Ducky guckt sich das alles noch in Ruhe an. Aber er muss natürlich jetzt an den beiden vorbei. Denn der Zweikampf da vorne, der kostet Zeit. Und er will auch vorbei. Joe geht an die Box. Marcel auch. Und Halli schließt schon wieder auf diese Zweikampfhähne. Ja, wie ich sagte, der ist stinkig. Und Ducky ist jetzt außen daneben. Reicht das oben für die Kurve? Reicht das? Lang. Jawohl, ist vorbei. Halli profitiert eventuell davon jetzt. Ja, Halli, das ist jetzt direkt quasi am Arsch von Tobi.
Aber er macht das ruhig. Der Halli macht das jetzt ruhig. Er denke mal, hat gelernt, Blechstange wird nichts. Und jetzt sticht er rein und zieht vorbei. Oha, nee. Nee, beide nebeneinander. Ja, hat aber gelangt. Aber das war... Ah, Tobi ist kurz raus und weg geht da vorbei. Das war... Weil das jetzt ja dann noch vorbeiging. Masal. Richtig. Also... Ich persönlich fand das eine... nicht so schöne Aktion vom Halli. Bleib mal bei Halli. Der macht jetzt Druck auf Dagi. Der Halli hat dem Tobi da so die Tür durch zugehauen, dass Gelten Sektor 1. Wir schauen mal. Ich gehe jetzt mal auf den Racer Nick, der ist nämlich dran am Metik, der 15 Sekunden hinter Jack Daniel ist und geht jetzt an die Box. Ich glaube, der Toro Rosso hat ein Problem. Das ist ein bisschen sehr viel Zeit. 15 Sekunden plötzlich. Der Medic hat Flügel kaputt. Gut, dann erklärt sich, warum von 8 Sekunden plötzlich 15 wurden. So, ich glaube, wir gehen wieder zurück auf den Halid. Ich bin der Meinung, der Sigi hat auch nicht mehr einen vollen Flügel. Der Sigi hat auch... einen kleinen Schaden, wenn ich das wirklich sehe. So, Halid hängt jetzt hinter Dagi. Masal macht Druck auf Halid. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, dass da der Masal auch so einen Druck auf ihn ausüben kann. Da sieht man auch, was so ein Setup ausmachen kann. Oder was DRS ausmachen kann oder Windschatten. Ja, Dagi muss jetzt eigentlich hoffen, dass die beiden Halid und Masal so ein bisschen in den sich in den Zweikampf verwickeln, damit er so ein bisschen da vorne wegkommt. Profiteur davon wäre dann der Metik. Der Metik würde dann noch näher rankommen. Ja, aber es sieht natürlich nicht so aus jetzt gerade. Ah, Masal macht Druck. Ein schmutzig gefahren. Oh, und der Halfbacke dreht sich weg und boah, hat er den Verhebi auch noch getroffen dabei beim Dreher. Hat der Verhebi Glück gehabt, dass er sich da kein Flügel kaputt gemacht hat, aber Halfbacke ein ganz schöner Abflug. Alles noch heile. Flügel müssen kaputt. Macht bitte jetzt gleich frische Reifen und neue Flügel. Und jetzt sitzt er im Heck, zieht raus und schafft das jetzt den Berg hoch. Ja, reicht. Profiteur, Masal, geht an Dagi jetzt auch noch mit vorbei. Ja, das sieht so gut aus. Ja. Und Metik schafft das auch noch. Metik ist, glaube ich, außen. Jawohl, schafft es auch, aber... ja, ist draußen. Uiuiui. Hast du das gerade gesehen, wie er da rüber geflogen ist, doch? Das ist Motorsport, meine Freunde. Das ist Motorsport. Geht gut an der Box. Und Halid ist jetzt schon wieder dran am Sigi. Und er zieht den Masal förmlich mit. Die fliegen aber Masal macht das auch. Masal macht das auch sehr clever. Er lässt sich ziehen. Das sag ich ja gerade. Der Halid, der zieht den Masal und... Ich weiß gar nicht, wo ich überall gucken soll. Da hast du gerade ordentlich was zu tun. Und wieder, alter Falter. Einfach mit vorbeigeflogen. Als würden die ein Paket sein. So fahren sie über die Strecke. Jetzt haben sie so ein bisschen freie Fahrt. Jetzt ist die Frage, kann Masal mitgehen? Mich sieht es fast so aus, als wäre ein bisschen schneller. Ja, der Masal fährt ein. Er hat einen ganz anderen Bremspunkt.
habe ich das Gefühl. Wieder Halib. Ich habe das Gefühl, dass er mal seinen dicken Speer bremsen kann. Und dadurch kommt er immer ran. Auf der Geraden ist Halib schneller. Aber in den Kurven kommt der Masai mit. Wirkt zumindest für mich so. Und beide waren schon an der Box. Das hatte ich jetzt auch sehr interessant. Die Top 4 noch nicht. Und Sigi auch noch nicht. Aber Halib müsste, hey, glaube ich, in der Halib ersten Runde schon drin gewesen sein. Also hat die älteren Reifen. Oh ja, guck dir das an, was er jetzt nach einer Runde für den Abstand drin ist. Ja. Vielleicht auch nicht, also. Aha, vielleicht auch nicht. Das noch nicht ausgestanden. Zeigt sich einmal kurz. Oh, ein bisschen. Auf den Reifen. Metik hat die Session verlassen. Was ist denn da los? Nix, der Metik hat einfach die Session verlassen und sein Geist fährt jetzt hier rum. Yogi an der Box. Da weiß ich gar nicht, wie das geahndet wird, wenn da einer die Session verlässt. Kann ich jetzt so auch nicht sagen. Einfach so, ohne den Wagen an der Straße abzustellen. Also auf dem Grünstreifen oder so ähnlich. Yogi zieht die Softreifen auf. Ich denke mal, der möchte auch nur noch einmal zum Stop kommen. Der Tobi war auch noch nicht an der Box gerade. Erste Kurve. Nee, es reicht noch nicht. Ah, das war vielleicht ein bisschen. Erschreck dich mal bitte nicht, wenn ich jetzt mal nicht rede. Ich müsste mal kurz mein Kind versorgen. Alles klar. Hat so keinen Wert alles. Und Jack Daniel ist an der Box. Muss ja eigentlich auf Rang 2 wieder rauskommen. Wenn ich jetzt richtig rechne. So, Yogi schließt jetzt hier auch auf die zwei Kampfhähne auf. Da sind natürlich jetzt frische Reifen, auch wenn sie Softreifen sind. Da kann es natürlich auch nicht erlauben, jetzt viel Zeit hinter den Beinen zu verlieren. Schnellste Runde von Liquid 1:10:2. DRS. Yogi ist jetzt dran, zieht nach innen. Reicht aber auch noch nicht. Alle drei sehr überlegt in ihren Aktionen. Und Tobi gewaltig unter Druck.
Dell ist jetzt auf 2 zurückgefallen nach dem Stop. Nur eine Sekunde hinter Razernik. Ich würde sagen, jetzt checken wir mal die Aufmerksamkeit der Führungsposition. Während Tobi 2 Plätze verliert, Yogi 2 gut macht. Tobi gewinnt jetzt wieder einen gegen Sinn. Und wieder nicht. Gerade wo wir mit der Kamera weggegangen sind, schade. Aber hier vorne scheint sich was anzubahnen. Und Tobi geht an die Box. Ist damit der erste Stop von ihm. In Runde 21. Wechselt auf Supersoft. Jack Daniel geht am Razernik vorbei. Reicht's? Ja, das reicht. Kommt nur ein Kontakt oder nicht? Nein. Gehen wir mal weiter. Halit jetzt deutlich vor Marsal. Behemi auf 6. Dahinter Liquid auf 7 und direkt dahinter Yogi auf 8. Durchgereicht. Sie ist jetzt auch in der Box. Und Jack Daniel fährt ein 1-10. Da ist die Einblendung schon wieder weg. Gerade sehr viel Action. Sigi ist ja noch ein Geisterauto. Hat er etwa auch die Session verlassen? Weiß das zufällig mein aufmerksamer Chat? Ich habe das leider nicht mitbekommen. Geht jetzt an Axel dran. Da er eben kurzzeitig zickzack gefahren ist. Razernik ist an der Box. Holt sich die Softreifen. Halit geht noch an ihm vorbei. Aber er kommt vor Marsal raus, wie es aussieht. Oh, da schalten wir gleich mal hin. Marsal ist direkt im Heck. Geht aber ohne Probleme vorbei. Er hatte noch den größeren Schwung, denke ich mal. Ja, bei Siggi bin ich mir gerade nicht sicher, ob er auch die Session verlassen hat. Ist nur noch ein Geistauto. Ich habe keine Einblendung gesehen gehabt. Leider auch nicht. Hatte halt jetzt nur meinen linken Augenwinkel drauf. Oh, Razernik gibt sich noch nicht geschlagen. Frischere Reifen hat der Razernik, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe gerade, ne? Ja. Softreifen.
Half Bacon ist am Axel dran. Schalten wir mal dahin. Hier scheint mir gerade nichts zu passieren. Oh, das ist eine ganze Kette hier. Williams, Ferrari, beide sauber, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann noch der Mercedes. Naja. Sigi ist doch da, der fährt. War eben eine ganze Zeit lang ein Geistauto bei mir. Also sehr kurios. Und was eine Fünferkette hier. Klingt wobei Sigi mitbekommen, wenn ich mitbringen kann. Ja. Und der Williams dreht sich weg. Axel dreht sich weg. Und haut sich den Flügel kaputt. Damit staut sich es noch mehr, auch wenn es jetzt nur ein Vierer-Duell ist. Half Bacon vor Tobi, Nissin und Sigi. Und die sauber sind bisher in den 26 Minuten gewaltig unter Druck. Tempo fährt, ne? Ja. Also er ist deutlich schneller wie der Tobi, in den Kurven auf jeden Fall. Aber halt auch nur auf. Die sind auch schon. Oh! Wir sind fast abgeflogen. Der Windschatten hat ihn gerade ein bisschen in die Spur gebracht. So, ich werde jetzt auf den Halid wechseln. Der ist jetzt dran an Platz 2. Klee weiß ich gar nicht, ob der schon an der Box war. Nein, der einzige, der noch nicht an der Box war. Ich glaube auch der einzige, der, glaube ich, mit Supersoft gestartet ist. Ja, wenn jetzt Halid an Klee vorbei ist, ist die Frage, kann Halid nochmal so knallharte Runden raushauen, dass er nochmal an Jack Daniel rankommt. Ich mag sogar zu behaupten, dass der Halid, wenn er an Klee vorbei ist, in Abstand reinfährt, so dass es für den Boxenstopp reicht. Und dann auf Jagd geht. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich könnte auch durchaus vorstellen, dass er sagt, okay, pushe, versuche noch ranzukommen und wenn nicht, dann nicht. Ja, Halid war doch, glaube ich, in der ersten Runde oder in der zweiten an der Box. Also ist jetzt auch schon ca. 26 Runden auf den Supersoft unterwegs. Naja, ich sag mal, wenn wir vorbeigehen am Klee, ein bisschen Abstand reinfahren, Boxenstopp, frische Reifen und dann geht auch wieder. Beide laufen jetzt hier auf eine Überrundung auf. Das müsste Axel oder der Red Butler sein. Beide Williams heute sehr enttäuschend auf 16 und 19. Ja, Red Butler gerade 5 Sekunden gekriegt für irgendeine Bauchlage. Und Red Butler gibt die Session auf. Ja. Lief gar nicht gut für ihn. So, Start und Ziel jetzt. Angriff vom Halid. Außen, das wird noch nichts. Der deckt nur 1, 2 und 3. Zeigt er mir gerade an? Ja, mir auch. Vielleicht wegen dem Red Butler. Missin hat auch DNF. Oh, 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 oh. Dieses Spiel muss manchmal keiner verstehen. Und Halid ist vorbei.
jetzt sind es 26 Sekunden auf Platz 1. Und wir haben noch. Jetzt ist wirklich interessant. Ja, wir haben noch. 31 Runden. Nee, 41. 41, ja. Sorry. Ist noch viel Zeit. Aber jetzt ist natürlich die Frage: Sind die Rundenzeiten auf einem Niveau oder kann einer sich ein bisschen absetzen oder aufholen? Klee fährt an die Box. Er hat einfach so am Yogi vorbeigefahren. Was ist denn bei Yogi los? Hübsch. Aber ohne Gegenwehr der Yogi gerade. Na, vielleicht denkt er sich, Masal muss eh bald wieder zum Stop kommen. Obwohl, nee, der war ja gerade zum zweiten Mal schon. Bitte? Denkst du so weit? Denkt Yogi? Also jetzt nicht böse gemeint, aber weißt du so viel, dass er dafür noch Platz hat im Kopf? Weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass er so gedacht hat, weil Marcel war ja jetzt gerade auch wieder an der Box zum zweiten Mal. Das würde ja keinen Sinn machen. Ja, Yogi fährt auf Soft. Ich denke mal, der fährt durch. Er hat, glaube ich, sehr früh auf Soft gewechselt, also da bin ich mir nicht sicher, ob er durchkommt. Ja, und der Vorsprung von Jack Daniel wird gerade noch ein bisschen größer. Ich denke mal, der Halli hat sich da irgendwo einen Fehler reingekommen. Jetzt wechseln wir mal auf Masal, der macht jetzt Druck auf Klee. Jetzt sind wieder beide McLaren hintereinander. Müssten jetzt beide McLaren auf recht frischen Reifen unterwegs sein. Jetzt lässt er mal wieder so ein bisschen abreißen, ne? Ja, er verliert ein bisschen hinter Klee, so wie es aussieht. Wer Hebi ist an der Box? Zweites oder drittes Mal jetzt? Zweite Mal. Und der Vorsprung von Jack Daniel wird größer. Er hat natürlich auch die frischeren Reifen. Hallett ist jetzt 31 Runden auf dem Supersoft unterwegs. Ja, ich denke mal, es passiert gerade das, was ich sagte. Er hat jetzt schon 3,3 Sekunden auf Nick. Ich denke mal, dass ihm der Vorsprung gerade von Jack relativ wenig interessiert, sondern er einfach den Polsterreif der Zündung. Und sich dann frische Reifen holt und dann durchschloss das Zeug hält. So, bin auch mal kurz eine Minute weg. Jo.
ziehen. Platz 8 kommt der Yugi gegen Yugi. Der Yugi deutlich schneller als der Yugi. Ich guck mal da drauf. Also erste Kurve rausgekommen, der Baby. Aber jetzt mit DRS sollte das einmal klatschen. Lass dir den Flügel ganz. Arg spät gebremst. Beide laufen jetzt auf Axel auf. Das Geist von meiner. Na, jetzt? Die Frage ist natürlich bei Hallett, wie viel Zeit kann er sich noch leisten zu verlieren auf Jack Daniel? Polster kann sich nicht so wirklich rausfahren auf Fraser Nick. Wie gesagt, er ist jetzt 33 Runden auf den Reifen unterwegs. Aber ist eine interessante Strategie, die Hallett fährt. Er könnte natürlich nachher noch auf Ultra Soft Reifen wechseln. Jack Daniel müsste nachher noch eine andere Mischung fahren. Ich glaube, der BMW weiß einfach nicht, wo er ansetzen soll. Irgendwie springt das auch so ein bisschen hoch zum Führen. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Weil der Heli kommt ran und auf einmal springt der Yugi so ein Tick nach vorne. So ein bisschen komisch. Aber der Heli muss eigentlich vorbei mit den Ultra-Soft-Reifen. Der Sigi ist auch nahe dran von Heinz Bacon. Der ziemlich am Heck. Geht jetzt vorbei, setzt sich daneben und ist vorbei am Heinz Bacon. Der Sigi. Gut. Racer Nick macht gerade auch 0,6 Sekunden gut auf Hallett, der jetzt ein bisschen den Abstand zu Jack Daniel auf 30 Sekunden hält. Das ist natürlich schwierig, wenn dein Auto vor dir so hüpft. Dann zu überlegen, wo ich attackiere, wo nicht. Das ist natürlich schwer einzuschätzen dann. Aber normalerweise ist der Julian nicht bekannt dafür, dass er so hüpft. Das ist gerade so ein bisschen komisch. Der X-Color hält sich nur im Frontflügel. Oh, das geht nicht gut. Nee. Berührung zwischen Yugi und Verhebi, aber beide scheinen weiterfahren zu können. Aber war das jetzt fair? Ich weiß es nicht. Also ich hab's nicht ganz gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die Kurve sich nennt. Da ist Verhebi ein bisschen reingestoßen. Na, wahrscheinlich aber auch aus Frust, weil Yugi halt so ein bisschen auf dem war. Ja, bin ich mal gespannt, ob es da noch was gibt, ja.
Dann ist natürlich die Frage, ja, da kommt vor Wehebi raus, das war jetzt wichtig. Aber natürlich hinter Masal. Hinter beiden McLaren sogar. Das wird natürlich jetzt schwierig. Okay, erstmal auf den Halid. Ich glaube, er läuft jetzt auf den Taunus-Biker gleich auf, wenn ich das richtig sehe. Müssen Renault sein. Ja, die Rundungsprozedere kommt das sehr gut hin. Ja. Jo, ist der Taunus-Biker. Ja, macht super fair Platz. Lässt ihn der Heli auch gleich mit durch. Halit läuft auf Metik auf, Geisterauto, kein Problem. Jetzt der nächste müsste Masal sein. Beide vorhin schön im Duett die Gegner überholt. Jetzt bin ich gespannt, wie sich Masal verteidigen wird, wie lange er sich verteidigen kann. Und ob das sein Teamkollege nutzen kann und so ein bisschen wegfahren kann. Aber trotzdem ein starkes Rennen von beiden McLaren. Vielleicht auch mal betonen, dass aktuell 1 und 2 die Ersatzfahrer sind heute. Das ist natürlich auch etwas bitter für die Stammfahrer. Ja. Mhm. Der Halit hat als Fehler gemacht, davon profitiert jetzt der WG. Ja, Masal kann nicht wirklich. Nettes Grüppchen jetzt. Das ist jetzt interessant. Vielleicht profitiert die Ayogi davon auch nochmal, aber 5 Sekunden dahinter der Ayogi. Ja, aber man weiß ja nicht, wie lange jetzt hier die Kampfgruppe dauert. Und Half Baked kommt aus der Box. Das überrundet er allerdings. Ja, er macht aber fair Platz. Hat sich wahrscheinlich gerade selber einmal erschrocken. Oh, Hilfe, wo soll ich gerade hin wahrscheinlich? Ja. Ich lese gerade im Chat, wir sind ein wenig leise. Von der Stimme her. Ja, ich glaube, wir reden auch gerade etwas leiser, weil es im Moment doch eher ein bisschen taktisch zugeht, weniger spannend. Naja, spannend schon. Platz 4 bis 6. Ja, das ist definitiv, ja, schon. Hast recht. Sollen wir hier unseren Zuschauern kein langweiliges Rennen vermitteln? Um Gottes Willen, nein, das sind wir nicht. Aber der Halit pusht, der Halit, der gibt das. Na, ich schätze mal, jetzt bergauf wird er sich zur Brust nehmen. Oh, oh. Aber nee, er kriegt die Kurve nicht gut. Ja, der Hebi wäre fast reingebrettert in den Halit. Gerade noch so abgefallen. Oder so abgebremst auf den letzten Meter.
Aber ansonsten haben wir auch keine Gruppe mehr. Das ist die einzige Gruppe, die wir haben. Überall anders sind einige Sekunden Abstand zwischen. Man darf nicht vergessen, Halit verliert natürlich jetzt hier eine Menge Zeit. Wir können hier gerade mal schauen, wie jetzt der Abstand zum Führenden ist. Das sind 55,4 Sekunden. Das ist natürlich viel. Allein Nick hat 38 Sekunden auf Jack. Und nur noch 8 Fahrer in einer Runde. Liquid und Yogi werden aber auch bald überrundet. Lassen wir das mal eingeblendet. Ja, Half Baggett kann, auch wenn er überrundet ist, so ein bisschen mitgehen, das Tempo gerade. Ja, ich glaube, wenn Jack Dennen keinen Fehler mehr macht heute im Rennen, dürfte er durch sein. Jetzt fährt er an die Box, holt sich Supersoft. Ja, bleibt aber natürlich Erster mit 38 Sekunden Vorsprung. Aber wieder gut für Halit. Wenn er da mal hier eigentlich durchkommt. Aber Halit macht ein bisschen zu viele Fehler, also... Ja, ein bisschen zu aggressiv das Ganze. Aber er weiß halt auch einfach nicht, wo komme ich daran vorbei. Profiteur natürlich wäre hier. Der Heli pickt ab an die Box. Na, ob das so richtig war? Versucht vielleicht jetzt so ein bisschen Undercut gegen die beiden. Möglich. Wobei wahrscheinlich. Wirklich super soft. Halit wahrscheinlich durchfährt. Aber Marcel wird, glaube ich, nochmal kommen müssen. Der hat, glaube ich, bisher nur Ultrasoft gefahren. Und Halit ist vorbei. Aber Marcel gibt noch nicht auf, oder doch? Oder muss er aufgeben? Ducky und Joe auch an der Box. Ich schalte mal auf den Yogi, der scheint unter Druck zu kommen vom Liquid. Starkes Rennen von Yogi. Ich denke mal, Liquid packt sich den Yogi jetzt auf Start dazu gleich. Ja. Na, vielleicht schon vorher? Nee, reicht ja nicht. So, Halit muss natürlich jetzt eigentlich nur noch den Klee überholen. Dann kann er eigentlich das Rennen verwalten, weil die ersten zwei sind Ersatzfahrer. Die können ihm gar nicht gefährlich werden in der Liga. Halit hat vor 3 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Was nachher auf jeden Fall auch noch ein Faktor. Aber ich denke mal, der wird einen größeren Vorsprung dann rausfahren, wenn er erstmal auf 3 ist, so dass es reichen wird. Sieht jetzt in der Runde 47. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der Halit sich und Klee in den nächsten 3 Runden geht. Ja, das gehe ich auch von aus. Aber ich bleibe, glaube ich, erstmal hier auf dem Duell.
während Tobi den X-Color überholt. Jetzt fährt Tobi an die Box. Nur noch Klickrate auf den Ultrasoft unterwegs. Jetzt ist natürlich die Frage, ob noch mal einer in der Top 10 versucht, auf Ultrasoft zu wechseln. Und noch mal 15 Runden oder 20 Runden noch mal richtig anzugreifen. Ja, und Liquid kommt nicht am Yogi vorbei. Yogis Teamkollege, der Taunus-Biker, heute gnadenlos geschlagen. Auf Platz 15. Keine Chance im Rennen. Keine Chance annähernd in die Punkte zu fahren. Ducky ist im Moment derjenige, der den letzten Punkt in den Händen hält. Und hofft, damit nach Hause fahren zu können, wahrscheinlich. Aber ist natürlich auch nur Ersatzfahrer. So, ich wechsle jetzt mal auf den Halid. Halid innen am Klee vorbei und da. Oh ja, Glück gehabt. Halid Dritter. Jetzt heißt es eigentlich nur Zeit rausfahren auf Klee, oder dass er dritten Platz behalten kann, trotz Zeitstrafen. Und dann ist er von den Stammfahrern heute der Beste. Ja, interessant, interessant. Wenn du gerade sagst, ach mein Gott, was ist denn los? Was du gerade schon sagtest, der Liquid, der Yumi. Der Liquid gerade so ein bisschen unter. Ja, ein bisschen frustriert, fährt gerade in eine etwas unsaubere Linie. Ja, man darf halt nicht vergessen, wenn Halit jetzt versucht, noch Druck zu machen, um vielleicht noch Zweiter oder Erster zu werden, kann man natürlich auch schneller mal das Auto verlieren. Und dann muss ich diesen Druck jetzt nicht machen, weil beide eben Ersatzfahrer sind. Also das ist halt auch eine wichtige Überlegung. Aber Punkte sind Punkte, ne? Ja. Das ist definitiv so. Aber wenn ich weiß, dass ich der Beste von den Stammpiloten bin gerade, dann muss ich versuchen, diese Punkte natürlich festzuhalten. Ja, das stimmt. Ohne großes Risiko zu gehen. Vielleicht können wir hier mal kurz auf die Stops schauen. Yogi hat erst ein, Liquid hat zwei. Also die Frage ist, ob Yogi wirklich durchfährt oder ob er ganz zum Schluss nochmal kommt. Aber dann müsste er es bald machen, jetzt in 21 Runden noch zu fahren. Nein, mich würden schon mal die Prozente seiner Reifen interessieren. Von Yogi. So, Liquid, jetzt aber. Jetzt sich. Oh, Yogi lässt ihm wenig Platz. Oh, das war. Unschön von. Ja, aber was ich auch nicht verstehe, warum geht er denn überhaupt um vorbei? Warum nimmt er nicht die Kurve bzw. den Berg dafür? Ja, aber er hätte ihm ruhig so ein bisschen Platz lassen können. Ja, ein bisschen schon. Ja. Also das war grenzwertig, finde ich. Taunus Biker hat aufgegeben. Oder ein Unfall, weiß ich jetzt nicht. Und wer Hebi konnte das ausnutzen und ist an Liquid vorbei. Der Taunus Biker hat einen Unfall.
an einer Stelle, die völlig untypisch ist, überhaupt rauszufahren. Und zwar Ende Sektor 1 auf der Geraden. Naja, hat er wahrscheinlich einmal weggeschoben. Ja. So, der X-Color ist am Ducky dran, Platz 10 und 11. Ja, wir bleiben mal beim Yogi, denn Verhebi kommt jetzt von hinten und schließt auf. Virtuelles Safety Car ist draußen. Ja. Das ist natürlich prima für Halit. Gehen wieder sämtliche Vorsprünge ein bisschen kaputt. Na ja, gut, das ist ja nur das Virtuelle eigentlich. Also. Ja, so ein bisschen geht da auch schon was. Aber ich finde das Virtuelle Safety Car eigentlich für die Platz. Ja. Entweder das ist ein Safety Car. Ah, jetzt haben wir hier zwei in der Box, und zwar Racer Nick und Klee, die holen sich ultra soft. Und Klee kriegt eine Strafe wegen Rasenwärme während des virtuellen Safety Car Phase. Liquid ist auch an der Box. Holt sich super soft. Und einen neuen Flügel. Keine Ultra Soft, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Vielleicht hat er keine mehr. Möglich. Ist Yogi nicht in der Box, war überrascht mich ein bisschen. Ich bleib mal beim Ducky und beim X-Color. Berichte dann. Hier bei uns macht Verhebi Druck auf Yogi. Hängt jetzt im Heck drinne. Der X-Color kann sich jetzt wieder einen kleinen Vorsprung rausfahren. Von 0,8 Sekunden. Und jetzt Ende Sektor 1, Anfang Sektor 2 den Berg hoch. Ducky kommt dann nicht so gut aus der Krippe. Bisschen was weg. Und Verhebi könnte gerade schneller als der gute Yogi. Eine Sekunde hat Ducky jetzt schon wieder rausgefahren. Der X-Color, Entschuldigung. Halit hat gerade 6 Sekunden gut gemacht auf Jack Daniel. Er war gerade noch 38 Sekunden weg, jetzt ist er nur noch 32 oder 31,6 weg. Aber die Runden gehen ihm natürlich aus, es sind jetzt noch 16 Runden. Interessant wird es jetzt aber auch, der Racer Nick hat sich ja ultrasoft geholt. War ja an der Box gerade. Ob er den Abstand nicht wieder reinfährt und sich dann mit Halli wieder einen kleinen Kampf leistet. Und Verhebi geht innen auf Start und Ziel an Yogi vorbei. Nee. Und Yogi sticht in der Kurve. Oder kontert in der Kurve wieder. Ja, das war ein bisschen... zu viel gewollt. Ja. Und Klee ist wieder an der Box. Ja, er muss eine Strafe absetzen. Ach genau, richtig. Mich interessiert es gerade, ob der Verhebi nach dem Rennen das dann nochmal anspricht, was der Yogi da gemacht hat. Ob er sich da nicht nochmal zu Wort meldet. Weil unfair war es ja schon, aber naja. Ja.
Yogi an die Box. Oh, ist das nicht ein bisschen zu spät, jetzt auch mal zu wechseln? Hätte er das nicht? Und wechselt wieder auf Soft. Hat er mir gerade schon angezeigt. Kann ich nicht glauben. Glaube ich nicht ganz. Ultrasoft. Ultrasoft, ja. Aber ist das nicht zu spät? Hätte das nicht während der virtuellen Safety Car Phase machen müssen? Es gehen ihm natürlich die Runden aus, um diese Ultrasoft noch nutzen zu können. Was ist jetzt hinter Klee gefallen. Ja, hat er jetzt 4 Sekunden Abstand auf Klee. So, was haben wir jetzt hier noch für ein Duell? Dagi. Wir können uns Expeller mit Dagi anfangen. Ein bisschen. Der Vorsprung wird ein bisschen geschrumpft. Ja, Razernik hat jetzt eine Sekunde gut gemacht auf Halid. Also kann da wirklich ein bisschen ranfahren. Aber ich glaube, Halid zu überholen wird nochmal eine andere Hausnummer. Ja, und Dagi und Xcala kämpfen um den letzten Punkt. Der natürlich für Xcala wichtiger ist, weil Stammfahrer. Ist er mit Nummer 9 schnellste Runde 1,89. Hatte wieder eine Sekunde gut gemacht. Ja, aber auch da ist wieder die Frage, kommt Razernik ran? Was macht Halid? Verwickelt er sich in einen riskanten Kampf gegen einen Ersatzfahrer oder lässt dann einfach ziehen und akzeptiert, dass er da den dritten Platz und trotzdem immer noch der beste der Stammpiloten ist. Mit der deutlichen Abstand auf Erhebi dann. Also ich an seiner Stelle würde jetzt nichts mehr riskieren. Dann lieber einen dritten Platz als einen zweiten Platz nach Hause fahren. Ja, das ist gut wahr. Ja, und Jack Dan fährt konstante Zeiten. Ich recherchiere gerade mal, in welcher Clubserie der fährt. Bin ich nämlich absolut überfragt. Neue schnellste Runde Jack Daniels 1,88. Oh, kann das sein, dass Jack Daniels Rookie-Fahrer ist? Mir ist ja nicht bekannt irgendwie aus einem anderen Club, da müsste es nur, kann es nur die Rookie sein oder Ersatzfahrer generell. Ja, dann haben wir doch einen starken Rookie da herankommen. Durchaus. Ah, der Ducky lässt reichen. Ja, Ducky ist ein sehr fairer Fahrer. Ich glaube, der will sich dann dort auch nicht einmischen. Obwohl, jetzt war jemand an der Box. Jetzt habe ich nicht auch. Sigi war, glaube ich, in der Box, ne? So mit Ducky jetzt in den Punkt. Und ich
schalte mal auf den Racer-Nick. Half-Baked muss ich. Hermetik ist ja nur ein Geistfahrer. Ja. Und Liquid hat aufgegeben. Auto abgeschossen, Start und Ziel. Das wird hier gerade. Ja, 8. Platz wäre das gewesen. Das ist bitter. Schade. Schade. Yogi fährt ganz geschmeidig auf den siebten Platz. Hat Zubot. Ja, ist jetzt so ein bisschen Abstand. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass wir jetzt zwei Rennen haben der Saison. Und beide Rennen sind so ein bisschen langweilig, was die Führungsposition angeht. In Monaco hat Halid das sehr souverän. Ich sag mal so, das ist jetzt, denke ich mal, das kleinste Problem. Dadurch, dass das halt sicherlich, klar. Jetzt so diese Abstände jetzt dazwischen sind, zwischen jedem Einzelnen. Ist halt. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass zwischen Jack Daniel und Halid die Startphase liegt, wo Halid einen Notstop machen musste. Zählt man das ab, sind es nur noch 8 Sekunden vielleicht. Ja, stimmt. Ja, und Razanik kann jetzt nicht mehr keinen Boden mehr gut machen auf Halid. Was ist denn bei X-Color? Ducky ist vorbei. Hui. Haben wir nicht aufgepasst? Ja, eben gerade waren noch 2, irgendwas Sekunden dazwischen. Ich glaube, da hat X-Color einen Fehler gemacht, dass das jetzt so plötzlich ging. Muss ja so sein. Kleef hält jetzt so ein bisschen die Lücke zu. Schalt jetzt auch mal auf Klee. Wieder beide McLaren zusammen. Ducky verbessert seine eigene Bestzeit auch. Der gibt jetzt Gas. Ja, Marcel ein bisschen zu weit draußen gewesen. Klee konnte es noch nicht nutzen. Ist aber jetzt im DRS-Fenster drinne. Der Jo kommt langsam, aber sicher am Half-Baked ran. Aktuell sind es noch 3 Sekunden. Tja, was machen jetzt die zwei McLaren? Gibt es Stallorder? Dürfen sie frei fahren? Oder greifen sie sich jetzt wirklich noch an? X-Color hat sein Auto an der Wand geparkt auf Start und Ziel. Ja, wir haben ja gesagt, zum Schluss, zum Ende des Rennens, Konzentrationsprobleme treten vielleicht jetzt bei einigen auf. Aber ich muss sagen, da sind einige schon so komplett quer gestanden, haben die Wagen gerade noch abgefangen, da wo er steht. Ah, es ist, glaube ich, die Kurve dann vor Start und Ziel. Die Rechtskurve. Ja. Die auf Start und Ziel führt. Genau. Dass er da so ein bisschen auf den Randstein kommt, wie jetzt hier gerade der McLaren von Marcel. Und Klee nutzt das aus. Und manche verlieren vielleicht das Auto zu sehr. Marcel ist jetzt auf 0,5 Sekunden auf Klee dran. Nee.
0,3. Ja, Klee ist gerade an ihm vorbei, weil Marcel so ein bisschen genau in dieser Kurve, die auf Stadtziel führt, ein bisschen weit draußen war, über den Randstein. Und das hat Klee ausgenutzt. Ja, aber der nächste Marcel wird hier. Holt sich den Platz wieder zurückholen. Bin mir noch nicht so sicher. Klee hat die frischeren Reifen. Ultrasoft dazu. Und vorhin war auch Klee der schnellere. Jetzt war die Frage, ob beide jetzt nochmal wirklich miteinander kämpfen oder ob sie nicht einfach Platz 5 und 6, was ja auch ordentlich Punkte für die Teamwertung sind, nach Hause fahren. Ja, wer weiß, vielleicht sind wir auch in einer Party gerade zusammen und. Ja. Ja, könnte sein. Weißer Nick muss jetzt gleich den Ducky überrunden. Ducky macht schon Platz, bremst ab, lässt durch. Wunderbar, gibt noch 6 Sekunden ab. Ja, was gibt's noch zu berichten? Aktuell gerade nicht viel. Ja, Halit wird sich, wenn das so ausgeht, wie der aktuelle Stand gerade ist, wird sich absetzen in der Fahrerwertung. Behebi ist immer noch, bleibt Zweiter. Ja, Liquid ist ausgeschieden, kann ich punkten. Yesin ist ausgeschieden, kann ich punkten. Ja, Jo hat seinen Wagen auch geparkt. Hat sich gedreht auf dem Berg. Hat die Session jetzt aufgegeben. Also eigentlich sind die Gewinner heute Halit, Verhebi und die zwei McLaren, muss man klar sagen. Schade, schade, Jo. Der Yogi profitiert jetzt davon, dass Marcel und Klee sich da so ein bisschen... Ja, so ein bisschen. Ja, der taucht da hinten auf. Auf einmal ist er da. Ja, mal gucken, ob das die zwei jetzt clever genug machen. Die letzten 4 Runden. Da fällt mir ein, wir könnten mal gucken, wer jetzt alles in einer Runde ist. Nur noch die Top 4. Tja, was will man da noch großartig sagen? Unglaublich. Und wie gesagt, Jack Daniel und Razernik sind zwei Rookies. Also zwei Rookies, die hier unter den 4 sind, die noch nicht überrundet wurden, das ist schon bärenstark. Wollen wir die gleich in die B packen? Besser ist es. schnellste Runde von Jack Daniel. Ah, Razernik hat jetzt nochmal eine Sekunde gut gemacht, ist jetzt auf 5 Sekunden ran an Halit. Oh, was ist von Ducky dran? Ja. Hat sich jetzt zurechtgelegt. Tja, und was macht jetzt Yogi? Greift jetzt Yogi die zwei nochmal an? Ich glaube ja. Wenn er kann, vielleicht.
Marcel verbremst sich. Ich weiß nicht, ob Marcel Probleme hat mit dem Bremsen oder mit den Reifen. Er rutscht irgendwie ganz schön oder verbremst sich des Öfteren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was wäre auf der Marcel? Ja. Ja, das geht schon das ganze Rennen so. Ist mir auch schon aufgefallen, aber ich dachte mir jetzt nichts dabei, weil ich mir dachte, vielleicht und ABS aus und dann... Ah, und Klee ist schon immer wieder im Spritsparmodus. Jetzt hat er wieder auf Standard gewechselt. Also hier hat wohl jemand Probleme, über die Distanz zu kommen. Der Marcel geht jetzt vorbei. Ich hoffe, der Klee macht besser Platz wie der Jogi, wenn der hier geht. Ja, passt. Wunderbar. Ist das jetzt ein bisschen Team-Taktik? Lässt ihn auch fair durch. Ja, Klee hat Schrittprobleme. Er wechselt jetzt immer zwischen Mager, Fett und Standard. Ja, da müsste jetzt eigentlich auch Yogi vorbeikommen. Noch nicht, aber es sind noch zwei Runden. Das war natürlich jetzt teamtaktisch clever gemacht. Der eine hat Schrittprobleme, lässt den anderen vorbei. Wie viel Minus hat denn der Tier? Na, ungefähr 0,0. Jetzt minus 0,002, also hart an der Grenze. Ja, er kann natürlich so jetzt Marcel abschirmen. Sigi ist am Ducky ja vorbei mit ihr. So, Yogi, wie sieht's aus? Willst du es nochmal wissen oder nicht? Ah, Yogi hat noch ein bisschen mehr Sprit, hat auch 0,6 im Tank. Oh! So nicht. Da dachte ich gerade, jetzt ist vorbei, ey. Vielleicht nochmal die letzte Runde auf Fett fahren. Das müsste doch eigentlich gehen bei Yogi. Dann nochmal einen Angriff machen. Hätte ich dann auch angesprochen, du glaubst mal. Hätte er das jetzt durchgezogen. Ah, der ist sauber, macht Platz. Alles gut. Na gut, dann ist ja natürlich zwischen den drei auch noch die Frage, wie ist es mit Zeitstrafen? Das wird vielleicht richtig interessant. Ja, zwischen Halit und Racer Nick ist eigentlich uninteressant, weil Racer Nick ja nur Ersatz ist. Ja, ich denke mal, Yogi weiß das auch. Yogi wird sich da jetzt auch nicht mehr los. Ja, Yogi hat, glaube ich, keine gekriegt. Also ich könnte mich nicht dran erinnern. Ich wüsste jetzt auch nicht. Aber wir werden es ja gleich sehen. Das ist jetzt auf jeden Fall die letzte Runde. Ich glaube, wir bleiben auch mal hier. Ja, Jack Daniels fährt jetzt durch. Jack Daniels. Gelb in Sektor 2. Ja, und Jack Daniels gewinnt das Rennen. Wer Hebi wird Vierter. Und passiert hier noch was? Greift Yogi nochmal an auf Start und Ziel? Nee, lässt bleiben, oder? Ja, man weiß es nicht. Jawohl, Yogi geht an beiden vorbei. Laut Tableau. Aber Halit und Racer sind noch nicht durchs Ziel. Aber nee. Der Hebi. Achso, ja, stimmt, die Überrundung habe ich jetzt gerade ganz gut. Da war ja was. Tja. Uns auch an Halit. Ja. Und jetzt auch an Racer Nick. Ja, wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir die zwei Ersatzfahrer dann auch einladen? Dann haben wir ja nur einen Stammpiloten zum Interview. Auch ein bisschen. Ja. Das sind die ersten drei werden grundsätzlich eingeladen. Egal. Ja, dann machen wir das so. Ersatz oder Stammfahrer.
Ja, dann erst nochmal herzlichen Glückwunsch, Jack Daniel. Gönnt ihr vielleicht ein Jack Daniel auf den Sieg? Ja, darauf will ich jetzt einen trinken. Mal schon mal schnell das Foto machen gleich. So. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Werden die Punkte für Frost Inter jetzt gewertet? Keiner der Stammpiloten ist gefahren? Ich möchte dazu nicht sagen, weil ich mir nicht sicher bin. Ich bin der Meinung, also ich würde die jetzt intern einfach für die Teamwertung würde ich die nicht werten. Nee. Ich weiß es nicht, wie sie das jetzt mittlerweile machen. Tja, und da haben wir das Tableau. Jack Daniel auf 1, Khalid Kopat, der beste Stammfahrer, auf 2, Razanik auf 3, Verhebi 4, Yogi mit weniger Strafen schiebt sich an den McLaren vorbei auf 5, Klee schiebt sich an Marsal vorbei, weil er eine Strafe weniger hat, Siggi ist 8., Ducky 9., Helfbeke 10. und Tobi im zweiten Sauber geht ohne Punkte nach Hause. Hast du die Jungs schon eingeladen oder soll ich das machen? Mach du bitte. Sonst habe ich jetzt hier gleich das Bild weg. Stimmt. Spieler einladen. Jack. Ja, doch ein sehr interessantes Rennen eigentlich. In Großteilen auch sehr fair geführt. 3-4 Mal wurde es ein bisschen enger. Jack Daniels 82 oder was war das? Ich glaube 87. Oh, ich habe hier das Bild. Ja, 87. Jack Daniels 87. Dann der Khalid. Jawohl. Den Rest habe ich ja hier drin. Gibt ja nur einen, der WWW hat. Und dann der Razer Nick. Genau. Kannst ja vielleicht auch Yogi und Wer Hebi noch eine schicken? Stimmt, die haben es auch verdient. Und guten Abend, herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Von mir auch herzlichen Glückwunsch, starkes Rennen. Wäre sogar Platz 1, Platz 2 noch drin gewesen, ne? Wenn noch ein paar Runden mehr gewesen wären. Ja, wie war dein Quali und wie war dein Rennen? Du bist aktuell noch Rookie-Fahrer oder bist du schon? Ja. Ah, sehr starke Leistung. Also Glückwunsch nochmal. Ich würde sagen. Man hat auch gemerkt, du hast ein bisschen Sprit eingespart. Ich habe mir das auch einmal angeguckt gehabt. Da hattest du schon ein kleines Polster.
und wurde dann auch fett umgestellt, hat man gesehen, der Abstand wurde zum Teil ein Ticken kleiner, dann wieder ein bisschen größer. Aber ich denke mal, wenn jetzt noch 8 Runden extra noch gewesen, ich glaube, dann hätte es ihn gehabt. Aber richtig. Aber wie gesagt, starkes Rennen, Glückwunsch. Und da als Neuankömmling hier in der Liga wünsche ich dir noch alles für den weiteren Weg, alles Gute. Und vielleicht sieht man sich dann auch auf der Piste. Bitte, bitte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wer ist denn jetzt hergekommen? Ach, der Yogi ist auch gekommen, der Halik ist auch da. Wunderbar. Nabend. Und der Wehevi, da haben wir ihn. Sehr gut, dann sind wir alle vollständig. Hallo. Wollen wir mit dem Yogi weitermachen? Ja, können wir machen. Ja, Yogi, wie war's die letzte Runde? Auch 2 Plätze gut gemacht, dank den Strafen. Herzklopfen auf jeden Fall. Ich dachte, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich in der letzten Runde bin. Ich dachte, ich hätte noch 1-2 Runden. Und habe natürlich vom Benzin her nicht mehr allzu viel über gehabt und noch 50, irgendwie 0,5 oder sowas. Und habe natürlich alles gegeben und wollte auf jeden Fall den Klee noch kriegen, weil der am Anfang des Rennens habe ich mir an ihm die Flügel abgefahren irgendwie oder angeknackst und dadurch viel Zeit verloren. Und wollte ihn natürlich jetzt noch kriegen. Umso mehr habe ich natürlich gefreut, dass ich dann noch wegen der Zeitstrafen noch ein bisschen 2 Plätze gewonnen habe. Also der Klee war die letzten 2 Runden auf dem letzten Benzintropfen unterwegs. Er hatte wirklich immer so 0,0, immer so kurz ins Plus, kurz ins Minus geschwankt. Also okay. War sehr interessant anzusehen. Sehr schön, ja. Yogi, hattest du damit gerechnet, dass die beiden vor dir, der Klee auf jeden Fall oder der Hebi, noch eine Strafe hat? Hast du damit vielleicht eng gerechnet oder kam das dann doch sehr unerwartet? Ja, ich wusste, dass auf der Strecke sehr schwer ist zu überholen und nur eigentlich nur, wenn der andere einen Fehler macht, mehr oder weniger überholen kann. Und dann dachte ich mir halt so nah wie möglich ranfahren, falls es mit der Strafe. Ich hatte nur eine Strafe, insofern wusste ich, alles klar, wenn, ne? Ist höchstwahrscheinlich haben die ein paar mehr Strafen und vielleicht habe ich ja Glück, aber ich wollte trotzdem auf der Strecke überholen eigentlich. Ist bestimmt auch mal für dich wieder ein schönes Gefühl, einige Punkte mitgenommen zu haben und auch mal wieder ein Rennen beendet zu haben, wa? Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und vor allem, weil ich jetzt Österreich nicht ganz so gut drauf war. Also von den Zeiten her im Qualifying und sowas war ich ja weit weg von der Musik eigentlich. Insofern bin ich schon ganz zufrieden. Ja. Hast du trainiert gehabt? Wenn ja, viel oder wenig? Oder? Ja, doch. Ich hat ja auch ein bisschen was Zeit von dir gebraucht. Ja, ich habe schon, ich bin ja krankgeschrieben und habe schon ein bisschen Zeit gehabt zu trainieren. War schon ein paar Mal auf der Strecke, aber jetzt nicht so auf Zeiten, sondern eher so auf Long Distance und mehr oder weniger. Und weil ich von der Zeit her nie richtig an die Forderung rangekommen bin. Also insofern, ich war schon vorbereitet auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, ist doch gut. War es ja für andere Rennen auch und dann leider Gottes kam dann immer irgendwas dazwischen, was sich ja das Rennen gekostet hat. Das stimmt. Und insofern 10 Punkte nehme ich mit dir. Das ist sehr schön. Dann wollte ich noch was ansprechen und zwar hat er versucht, Verhebe dich zu überholen auf einer langen Gerade, Ende Sektor 1 und da hast du ihm so ein bisschen die Tür zugeklatscht und beziehungsweise einfach wenig Platz gelassen und er musste aufs Gras ausweichen, was auch hätte böse ausgehen können, auch für dich. Hattest du das nicht gemerkt gehabt, dass er an dir vorbei wollte oder was war welche da? Welche Runde war denn das? Also das war ein paar Mal ein bisschen eng, ne? Ich war ja ein bisschen unter Anspannung, also musste Gas geben, damit ich irgendwie nach vorne komme. Ich habe das wahrscheinlich mitbekommen, aber jetzt erinnere ich mich gerade nicht. Aber ich glaube, das, was jetzt gerade Killer Guy anspricht, das war, glaube ich, Liquid, der dahinter war. Das war, glaube ich, der Red Bull. Aber zwischen also, generell ist es ja auf der Strecke so, wie gesagt, wenn man dementsprechend die Linie fährt, ist es schwer zu überholen. Und ich habe jetzt nie wissentlich irgendjemanden abgedrängt oder so, sondern habe immer meine Linie. Nee, das wollte ich dir jetzt auch nicht vorwerfen. Nein. Ich meine, ich bin immer halt meine Linie gefahren, Kampflinie natürlich, und habe immer schön zugemacht. Und wer mich dann überholen will, der muss dann natürlich schon ein bisschen arbeiten. Also das auf jeden Fall. Und wenn, ne, wenn er dann ein bisschen auf die Strecke gekommen ist, dann tut es mir leid, aber ich habe, wie gesagt, einfach nur den Kampflinie gefahren. Das stimmt wohl. War ein bisschen arg. Ich glaube, Liquid hatte da kurzzeitig
dann so ein bisschen den Faden verloren. Wer Hebi konnte, glaube ich, an ihm vorbeifahren. Das war, glaube ich, diese Phase. Ja, das mag sein, aber wie gesagt, aus der Cockpit-Sicht habe ich es nicht mitgekriegt. Muss ich mir mal angucken, aber kann man sich ja auch aus meiner Sicht da auch angucken. Ich habe das Rennen aufgenommen. Insofern können wir das schon klären. Also von meiner Sicht aus war es jetzt nicht irgendwie irgendwas Erwähnenswertes, bis auf dass ich Kampflinie gefahren bin. Ja, ich denke mal, passiert auch nichts weiter. Ich denke mal, es wird auch nicht angesprochen. Ist ja nichts passiert. Es war vielleicht ein bisschen doof, aber mein Gott. Alles cool. Ja, schauen wir uns mal an. So würde so ich jetzt hantieren. Alles gut. Alles ja. In Ordnung. Ja. Halit. Na, wollen wir erst Verhebi machen? Ja, gerne. Ich muss ganz schnell nochmal eine Pizza rausschmeißen. Alles klar. Ciao, ciao, Jungs. Jo, Jogi, ciao. Ciao. Ich habe ein ganz komisches Summen auf dem Ohr. Ja, ich auch. Das ist ja. Wer war gerade das mit der Pizza? ich glaube, Halit war das mit der Pizza. Ja, dann würde ich. Verhebi, ja. Aber mit Verhebi weiter. Verhebi, beschreib mal ein bisschen dein Rennen. Ja, ich sag jetzt mal anfänglich ein bisschen chaotisch irgendwie. Also ich bin ja von Platz 4 gestartet und hab irgendwie auch gleich Plätze verloren. Das habe ich da irgendwie ein bisschen versemmelt gleich am Anfang und bin dann auch gleich auf Platz 8 irgendwie zurück. Hab mir dann den einen oder anderen Flügelschaden dann auch erstmal geholt und war dann einfach auch schwierig, ein bisschen dann ja schnell zu fahren. Hab's dann aber bis Runde 10, 11 oder sowas, glaube ich, dann irgendwie durchgezogen und habe dann mal meinen ersten Boxenstopp soweit gemacht und bin dann auf Platz 15 zurück. Und ja, dann vorgearbeitet, relativ gut bis auf Platz 7, sowas irgendwie. War insgesamt ein ganz spaßiges Rennen und bin ganz happy, dass am Ende noch Platz 4 dabei rauskam, nachdem ich dann doch so weit hinten war am Anfang. Das von dem her, auf jeden Fall zufrieden mit dem Rennen. Wie gesagt, die Geschichte mit dem Yogi, das war relativ schwer, da irgendwie auch an ihm vorbeizukommen. Zum einen, weil er eben echt hart Kampflinie gefahren ist und der ist auch ein bisschen gesprungen. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das im Stream gesehen hat. Ja, das haben wir gesehen, ja. Und es war irgendwie immer schwer einzuschätzen, ob ich da jetzt drauf knall oder nicht. Und das war dann irgendwie ein bisschen schwierig, aber ging am Ende alles gut aus. Tobi, darfst du ruhig weitermachen? Ich würde dann den Heidi gleich übernehmen. Muss mal ganz kurz. Ja, wie würdest du jetzt, also Verhebi, wie würdest du jetzt so ein bisschen das Kräfteverhältnis in der C2 einschätzen? Halit ist, haben wir in Monaco ja schon gesehen, sehr schnell und auch hier ist er vorne mit dabei und ist auf jeden Fall, wird wahrscheinlich immer oben dabei sein, der ist auf jeden Fall sehr schnell. Ich weiß nicht, die anderen beiden waren es, glaube ich, nur Ersatzfahrer. Genau, zwei Rookies, ja. Genau, das natürlich, ja, zu denen kann ich jetzt nichts sagen in dem Sinne. Ja, und ich sag jetzt mal, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt auch irgendwie mit vorne mitspiele. Das war jetzt in der letzten Saison eigentlich gar nicht so der Fall. Ich war eigentlich immer im Mittelfeld bis hinten und hoffe, dass ich jetzt stark bleibe. Würde mich natürlich freuen. Und ansonsten meistens sind halt die, ich sag jetzt mal, typischen Kandidaten, Yogi, Klee, Masal und so weiter, sind ja alle irgendwie immer mit zu rechnen, sagen wir es mal so. Ja. Okay, dankeschön. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob der Killer-Guy schon wieder da ist. Ich bin da mit einem Ohr. Ja. Aber der Halli ist gerade noch nicht wieder da, oder? Ist die Pizza? Achso, doch, ich bin jetzt eben gerade wieder gekommen. Ja, Halit, vom Platz 1 bis zum letzten Platz runter in zwei Runden und dann wieder hoch. Ja, so hat sich nicht das auch schlecht angefühlt, das war ein bisschen. Was war denn da los? Was ist, ja, was ist da passiert am Start? Was? Ja, pff, das war halt also kein Verschulden von einem anderen, also da kann er einfach nichts. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Racernik vielleicht? Ich weiß es nicht mehr genau. Da ist mir halt einer in die Nase gefahren, aber da kann er halt nichts machen. Da habe ich ein bisschen zu viel, zu motiviert Gas gegeben. Auto stand quer und da kann man, glaube ich, gar nichts reagieren. Müsste man sich halt danach nochmal angucken, aber das ist jetzt auch nicht der Rede wert.
Ja, ich hatte Glück. Ich habe in der ersten Kurve konnte ich direkt einen Platz gut machen. War ein bisschen hart vielleicht reingebremst, aber ich denke mal, das war alles im Rahmen. Da war genug Platz da. Und danach, ja, hatte ich den Flügelschaden. Das war natürlich sehr ärgerlich so. Da kann man nichts machen. Da musste ich gucken. Habe ich versucht, ob ich mit dem Flügel so weiterfahren konnte. Aber ich habe einfach zu viel Zeit verloren. Dann kam die Entscheidung, auf den Supersoft zu wechseln und irgendwie versuchen, zweimal den Supersoften irgendwie bis zum Ende zu managen. Und ja, dann kam das eine mit dem anderen, eine Aufholjagd nach vorne. Ich habe versucht, sehr schnell zu fahren, sehr aggressiv, habe den Reifen ein bisschen überstrapaziert, habe am Ende dann immer sehr viel Zeit verloren, weil einfach der Reifen nicht mehr mitgemacht hat. Ja, Das hat und man gegen. gemerkt, also, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, also man hat das auch Ja, arg ist gemerkt. Du warst, wo du angefangen hast, von hinten wieder aufzuholen, du warst x-mal quer gestanden, hast wirklich versucht, aus jeder Kurve das Maximum rauszuholen. Auch beim Überholen warst du manchmal auch, wo ich mir dachte, das ungestüm, aber es war immer so, ist auf sehr dünnem Eis alles. Es war alles fair, aber wenn man es auslegen will, hätte man dir es auch wieder vorwerfen können, zum Beispiel die Aktion kurz vor der letzten Kurve, wo es links und wieder rechts geht. Ende Sektor 2, Anfang Sektor 3, ja. wo du den hattest du da innen überholt gehabt. Weißt du das noch, Tobi? In den, Also. achso, in der Kurve, genau, glaube ich. Das war doch so eine Highspeed-Kurve. Links kann das sein. War das ein Red Bull Ja. vielleicht? Oder ein Toro Rosso sogar? Toro Red Bull sieht fast ähnlich, sieht fast gleich Ah, aus. ich weiß es gar nicht. Erinnere mich nicht. Müsste ich mich auch nochmal. Also, Auf jeden Fall. erinnere mich, dass ich in so einer Highspeed-Kurve einmal überholt habe von innen. Genau. Genau, Wo deine ja. Tür zugeschmissen hast, wo ich mir dachte, okay, hart, aber fair. Ich war mir jetzt nicht, also wenn wir jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der war, aber wollte mir den eigentlich vorbereiten. Dann habe ich gesehen, dass der halt außer Linie bis er rausgekommen ist. Dann war halt eine Genau, und innen dann hast du Lücke. reingestochen. Genau, dachte ich, wenn nicht jetzt, wann dann so, weil der Reifen ist mehr oder weniger noch frisch arbeitet. Also ich habe halt versucht, so wenig Kompromisse wie möglich einzugehen, weil ich die Zeit dafür nicht hatte. Ich wusste, ich war schneller. Und musste dann halt ein bisschen aggressiver und ein bisschen gnadenloser vielleicht in die Zweikämpfe gehen. Ich hoffe, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich hoffe, dass da jetzt, dass ich keinen was dran kaputt gemacht habe oder so im Nachhinein. Also ihm hast du auf jeden Fall das Rennen. Ich glaube, guck mal, auch wenn er einmal kurz vor der Strecke so ein bisschen rübergeholpert ist, aber hat ihm jetzt nichts. Also er ist danach nicht an die Box gefahren oder so. Also da brauchst du dir keine Ja. Sorgen machen. Ja, die Aber Frage ist, ist das nur auf Strecke passiert oder? Ja. hattest du noch das Gefühl oder zu gedacht, ja, Platz 1 wäre noch drinne oder hast du relativ schnell damit abgeschlossen? Ja, ich dachte, der Jack Daniels, dachte ich, alles klar, Qualifying, die Zeiten fahre ich auch, den könnte ich schwierig halten, ne, weil er vorne freie Fahrt hatte und ich musste halt kämpfen, kämpfen, Zweikämpfe, dann die Nase nochmal wechseln, habe 5 Sekunden verloren, hat mich Strafen eingefahren, 2 Stück. Und dachte ich schon, das wird ein bisschen eng, aber könnte sein, dass er eventuell bei einer Überrundung ein Problem bekommt. Also ich hatte schon die Option noch offen, dass ich Erster werden könnte, aber gegen Ende habe ich dann einfach seine Zeiten gesehen. Dann war das für mich abgeschlossen. Mein Rennen war dann hauptsächlich nur noch gegen Racer Nick, also nach hinten hin. Der hatte dann gut aufgeholt mit dem frischen Reifen, hat dann komischerweise auf einmal Pace verloren. Oder ich glaube nicht, dass ich schneller geworden bin. Er ist definitiv langsamer geworden. Ich weiß nicht, ob das ein Flügelschaden war oder dass der Reifen so krass abgebaut hat. Nick, wolltest du was sagen? Ja, okay, weil der hat halt krass aufgeholt, dachte ich, alles klar, scheiße, dritter Platz, okay, ist auch nicht schlecht. Und dann war es eigentlich nur noch ein Kampf gegen die 6 Sekunden Strafe. Er war, das war sehr, sehr knapp. Er war, ich weiß nicht, irgendwann bei 12 Sekunden nach dem Boxenstopp oder 9 Sekunden, hat es da runtergeknabbert auf 6. Ich habe dann, ich habe das Auto fast weggeschmissen, ein paar Mal. Das war ein Konzentrationsfehler. Auf der Geraden bin ich kurz aufs Gras gefahren, aus Versehen, weil ich, keine Ahnung, geträumt habe oder so. Und dann war der bis auf 4 Sekunden wieder dran. Dachte ich, alles klar, scheiße. 2 Sekunden fahre ich nicht mehr raus. Und dann habe ich auf einmal wieder Zeit gut gemacht auf ihn. Und dann hieß es wieder fokussiert: Runden abspulen, sauber abspulen, konstant bleiben. Vielleicht macht er einen Fehler. Dann konnte ich ihn halt auf Abstand halten, aber ich glaube, er hat auch Zeitstrafen. Bis mir das Jeff irgendwann mal gesagt hat,
kurz vor war das Rennen auch fünf schon Runden. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ein bisschen chillen können. Wir wussten es. ja, wir werden dich auf jeden Fall weiterhin beobachten, Halit. Ja, ich hätte noch was, wenn ich darf. Natürlich. Darf ich nochmal ganz kurz was zum Kräfteverhältnis sagen, bevor ich einen auf den Deckel krieg? Gerne. Meinen Teamkollegen Vetic habe ich natürlich vergessen. Ja, der genau. Der hätte, glaube ich, heute auch noch eine ganz große Rolle gespielt. Er hatte irgendwie einen Disconnect, glaube ich, und ist dann ja relativ früh raus. Aber der war ja, hätte, glaube ich, heute auch nochmal eine starke Rolle gespielt, oder grundsätzlich. Das wollte ich noch anmerken. Ja, ja. Genau, das kam auch noch dazu. Ich dachte halt, irgendwie aus der Session geflogen oder ist rausgegangen und da dachte ich, sehr nice. Da habe ich halt auch angefangen, ein bisschen Tempo nicht rauszunehmen, aber konnte ein bisschen entspannter fahren, weil ich dachte, okay, ein Konkurrent ist schon mal, hat schon mal einen Nuller. Das war halt für ihn sehr ärgerlich. Für mich hat das ein bisschen, gab es ein bisschen Erleichterung. Aber vielleicht wären da noch interessante Fights gewesen. Ja, also mir ist jetzt ein Fun Fact, würde ich mal nennen, aufgefallen. Du bist jetzt zwei Rennen gefahren in der neuen Saison und jeweils unter den Top 3, unter die Top 3 gekommen und bisher waren immer nur die Top 3 in einer Runde. wie schaffst du das? Was zum Geier suchst du in Liga 3 und nicht in Liga B? Achso, nee, keine Ahnung. Das ist einfach, es kommt mit der Zeit. Ich konnte das letzte Mal nicht jedes Rennen fahren, aber selbst wenn ich da jedes Rennen gefahren bin, da hatte ich halt, bin ich noch mit Controller gefahren und da musste ich mich erstmal auf ein neues Lenkrad umstellen, auf einen neuen Sitz und so weiter und man hat halt nicht so viel Zeit zum Trainieren. Ja, jetzt kann man das ein bisschen fokussierter angehen, aber wie gesagt, die Saison hat noch ein paar Rennen, 5 Rennen haben wir glaube ich noch und kann jedem passieren. Also ich könnte auch 2 Nuller hintereinander und dann kann es schon schnell vorbei sein. Deswegen will ich mich nicht allzu in Sicherheit wiegen. Es ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung jetzt, die Saison gewinnen zu können, aber ist doch keine Garantie, ne? Das ist richtig, ja. Ja, stimmt. Aber was ich noch sagen wollte, wir werden dich auf jeden Fall weiterhin beobachten. Ich denke mal, Tobi und ich, wir haben es angeboten, dass wir die C2 dauerhaft kommentieren. Ja. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, was du da treibst. Ja. Definitiv. Weil ich denke mal mit dir, das wird auch auf jeden Fall interessant, weil wenn man dann sieht, wie du deine Pace einfach mal steigerst, wenn du auf dem letzten Platz bist. Respekt. Also so ein Tempo ist schon genial. Ja, da muss man jetzt sagen, man hat jetzt auch viel Windschatten gehabt. Ich konnte viel Benzin sparen durch den Windschatten, hab gar nicht, also das ging alles so. Was auch sehr interessant war, dass du einige Runden mit Masal so ein bisschen im Duett gefahren bist und die reihenweise die Gegner zusammen überholt habt. Ja, du hast ihn mitgezogen. Es sah so aus, als wärt ihr eher an einem Abschlepp sein und du ziehst ihn einfach hinterher, so nach dem Motto. Das war. Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin, glaube ich, war er das? Ich bin ein bisschen länger hinter ihm hängen geblieben, weil es war schon sehr, sehr schwer. Also ich war ein bisschen schneller als er, aber es war mega schwer, ihn zu überholen. Also ich bin jetzt da auch mager gefahren, aber ich weiß auch, wäre ich fett gefahren, dann hätte ich ihn mir nicht, es wäre nicht einfach gewesen einfach. Vor allem, man hat immer so Mini-Lags und ich wollte mir jetzt den Flügel nicht kaputt machen, bis auf 2 Zentimeter an seinen Heck ran. Man hat immer so einen leichten Sicherheitsabstand, aber das war schon eine harte Nuss und dann hatte ich an irgendeiner, ich weiß nicht welcher Runde das war, da hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie die Tür aufgemacht hat, also dass ich einfach durch kann, als ob er irgendwie Platz gemacht hätte. Das war ein bisschen zu leicht, fand ich. Und ja, dann war er hinter mir und konnte aber gut mithalten tatsächlich, ja, das stimmt. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen, war schön zu kommentieren, schön anzusehen, also vielen Dank dafür. Und nochmal Glückwunsch zum besten Stammfahrer des Tages. Ja, danke. Gerne. Danke, dass ihr kommentiert. Hoffentlich dauerhaft. Dann haben wir auf jeden Fall kompetentes Personal an Bord. Und, ich finde es auch gut, wenn es dieselben immer sind. Das macht es ein bisschen authentischer. Ja, das macht es vor allen Dingen auch einfacher. Ich meine, wir haben dann schon so von den letzten Rennen noch die Ergebnisse vielleicht im Kopf oder uns auch notiert und ein paar Randsachen, die wir noch aus den letzten Rennen aufgeschnappt haben oder aus den Trainingssessions, die wir dann mit einbringen können. Das macht es dann einfacher, als wenn es jedes Mal neue sind, die ein neues Konzept, sag ich mal, in Anführungsstrichen in die Show reinbringen. Das macht es dann schon einfacher. Ja, ist einfach, man lernt halt die Fahrer kennen,
Hat einen besseren Überblick über den ganzen WM-Stand. Wer fährt jetzt auf Augenhöhe und die ganzen Details, ne, sind dann besser im Überblick. Richtig. Haben wir den Verhebe jetzt vergessen zu interviewen, oder? Nee, den Sieger, den Jack Daniels, falls er nicht, falls er in der Party drin ist. Nee, der Jackie ist nicht gekommen. Schade. Das ist ärgerlich. Dann haben wir alle interviewt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben es probiert, uns den Sieger ranzuholen, hat nicht ganz funktioniert. Ist erschöpft. Hat sich gleich über die Jack Daniels Flasche hergemacht, vielleicht. Ja. Ja, ich würde sagen, ich danke euch. Oder wir danken euch fürs Rennen noch.